Missionen gespielt haben und da sind wir so krass ja, Level aufgestiegen, dass heute ist es ein bisschen vernünftiger. Plündern! Hier gibt es auf jeden Fall mehr als einen Quarz, das ist schon mal sehr gut. Ich habe auch einen herrenlosen Schatz gefunden und es sieht aus, als ob hier auch eine Fähigkeit gibt irgendwo. Ja, sogar sehr, sehr in der Nähe. Konzentrieren uns erstmal, würde ich sagen, hauptsächlich um die andere Beute, die hier so ein bisschen rumliegt. Und dann schauen wir mal wegen den Fähigkeiten. Genau, und da haben wir schon wieder ein Tor, was wir aufmachen müssen. Ich brauche Hilfe! So, jetzt hier ist was, hier ist was, da ist was und dort ist was. Ha, aber so viele Markierungen können wir hier gar nicht machen. Mal erstmal hier. Dass sie sich erst in den Wolf verwandeln und dann wieder zurück. Das ist irgendwie so schwachsinnig. Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Wieso machen die das eigentlich? Das ist so dämlich eigentlich. Und jetzt verwandelt er sich wieder in einen Wolf. Was ist das für eine sinnlose Sache? Also ehrlich. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, gar nichts. Die verwandeln sich in Wolf, verwandeln sich wieder normal, verwandeln sich wieder in den Wolf. Also ich finde, die in den Gestalten Wolf sind die so gut angreifbar. Also absoluter Schwachsinn eigentlich. Warum die das machen? Blöd hochzählen. So, und dann haben wir hier, also das sind noch diese Sachen, die wir hier holen wollen. Ja. Fähigkeit, wie gesagt, dann gleich später noch. Ich glaube, wir müssen. Nee, wir müssen nach unten. Warte ich schon nur auf uns hier. Thank you.
Schnell Quarz erbeuten. Damit hätten wir schon mal den Raubzug abgeschlossen. Und, oh, hier gibt es ja noch ein paar Schätzchen. Kommt man nicht zufälligerweise weiter zu der Fähigkeit, oder? Kann sein, ne? Weil das sind auch nur 26 Meter. Ja, hier ist irgendein Strahl, irgendein Rätsel. Rätsel, ich habe meinen Teil getan und die Weisheit auf den Sichtfeld verbannt. Die Eindringlinge werden sie niemals finden. Doch der genau hinzieht, wird es durchschauen. Eines ist nicht wie die anderen. Dann soll er erfahren, dass ich wahres Wissen jenseits des Bücherregals. Ah, okay. Ah, okay. Also hier gibt es einige solche tollen Dinger hier. Viele, viele Hinweise und viele tolle Sachen hier, die man hier machen kann. Also hier macht es keinen Sinn. Soll man jetzt den Strahl hinlenken dann? Hier hin, ne? Genau. Was haben wir hier noch? Forschungsaufzeichnung zur Lichtstrahlen. Unsere Forschungen legen nahe, dass die Verbindung von Lichtstrahlen und Quarzgeräten den Quarzaufladungsvorgang verbessern könnte. Gerüchte halber beeinflussen Lichtstrahlen sogar die Größe der Quarzkristalle. Doch bleibt noch die Frage des dritten Bestandteils, den ich noch nicht verstehe. Ich bin unsicher, worum es sich dabei handelt und nun fürchte ich, dass es sich das nicht in unseren Landen zu finden ist oder zumindest nicht mehr. Okay. So, also hier haben wir jetzt ganz viel Licht, Licht, Licht. Wir müssen mal schauen, ob das hier überhaupt alles funktioniert. Also ich blicke hier noch nicht so richtig durch. Ich strahle hierher und der tut das in drei Sachen abstrahlen. Auch nochmal in den anderen Strahlungszeug. Auf jeden Fall hier im Endeffekt kommt ein... Achso, das ist an sich schon alles schon fertig, glaube ich. Wir brauchen hier nichts mehr drehen. Alles gut, weil da hinten am Bücherregal, so wurde das ja schon so ein bisschen gesagt, da geht es jetzt anscheinend weiter. Aber wie kommt man denn jetzt hier überhaupt rein? Das ist eine gute Frage jetzt. Ah, hier. So ein bisschen eine Eiswand. Da kann man sich durchquetschen. Oh mein Gott, also es ist, stellenweise ist das gut, gut versteckt. Hier. Haben wir das Fähigkeitsbuch. Wir haben sogar eine neue Fähigkeit, nämlich, Zickfachschutz. Schuss, nicht Schutz. Und das ist wieder eine Fernkampffähigkeit. Ich denke mal, das war auch jetzt die letzte Fähigkeit von der Erweiterung. Zickfachschutz, also die letzte neue, die man kriegen kann, jetzt kommen nur noch wahrscheinlich Verbesserungen. Verschieße mit einem Schuss 10 elektrische Pfeile, die sich vor dir auffächern. Getroffene Pfeile schwanken und werden von einer Kettenblitz getroffen. Also auch, das hört sich schon witzig an. Ja, das ist auch cool. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren. Genau, und das war's schon. Was haben wir hier? Nachricht des Forschers. Unsere Lande werden überfallen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hier eintreffen. Wir müssen uns schleunigst zurückziehen und unsere Forschungsergebnisse schützen. Nehmt alles, was wichtig ist und verlegt es in die Zufluchtsorte, wo dies nicht möglich ist. Sorgt dafür, dass alles sicher versteckt wird, bis wir zurückkehren können. Nichts davon darf in ihre Hände fallen.
Gut, ich glaube, hier haben wir alles geholt. Gab's hier noch was? Ja, ich glaube, hier kleine Schätzchen, ne? Gehen wir mal hier wieder raus, weil die sind anscheinend nicht hier in dieser Höhle drin. Die sind außerhalb, so wie es aussieht. Einmal hier. Und einmal wahrscheinlich in diesen Turm da oben. Wie man jetzt da hochkommt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das muss man ein bisschen umständlicher machen. Aber wir machen das extra für die kleine Kiste umständlich. Könnte auch natürlich hier teleportieren, wenn man diese Fähigkeit gerade im Besitz hat. Aber das ist halt leider Gottes ja nicht immer der Fall. Ne? Schön wär's. Aber so ist es ja leider. Aber vielleicht müssen wir sogar hier teleportieren. Kann gut möglich sein. Weil hier gibt es ganz viele Teleportationsscheiben. Müsste man auch nach dem Feind hier Ausschau halten. Vielleicht haben die ja noch diese Sachen drin. Hier wäre wahrscheinlich der offizielle normale Weg. Ja, die da hinten haben auf jeden Fall diese Teleportation. Die nehmen wir mal fix. Könnte man quasi hier schon das aktivieren und dann hochgehen, ne, glaube ich. Wieso geht das nicht? Achso. Falsche Taste. Gehen wir mal da hoch. Ja. So ging das halt mit einem Schlag, ne? Und schon hat man hier die kleine Truhe. Halt nur, ich finde es halt, wie gesagt, halt nur so ein bisschen blöd, dass man halt immer wieder ja, Fähigkeiten suchen muss, damit man überhaupt überall dann rein kann. Ne?